Ein rimaisches Hallo, meine Freunde, und willkommen zurück zu The Witcher 3. Wir machen uns jetzt auf den Weg zu Vivienne und stellen die mal zur Rede, was denn wirklich mit der, glaube ich, los ist. Um das geht's. Ist schon wieder eine Woche her, dass ich gespielt habe, deshalb weiß ich wieder nicht genau, um was es geht, aber ich glaube, er hat ja gemeint, sein Medaillon pulsiert bei ihr. Und dass sie irgendwie vielleicht doch gar nicht so die ist, die sie zu sein scheint. Irgendwie so. Seltsam. Ich war sicher, dass ich sie hier finde. Der Vogel. Hey. Ich sollte hinterhergehen. Ja, ja. Dann renn mal. Offenbar führt mich der Vogel irgendwo hin. Nur wohin? In eine Höhle oder so. Da hinten ist irgendwas. Jau, Alter. Kommt der da aus dem... Boah, mein Schwert, was leuchtet? Das ist so rot, ey. Krass. Hoha. Glüht voll, das Teil. Jetzt ist der Vogel gelandet. Ne? Was ist das jetzt? Wo ist der Vogel? Piepserchen, Piepserchen. Das ist schon der Kracher bei meinem Schwert, ey. Auf der einen Seite friere ich die Gegner ein und auf der anderen Seite entzünde ich sie dann. Und ich glaube, dann ist noch Taumeln mit drin oder so. Jetzt kommt mir der scheiß Finger hier hinterher oder was? Wieso sind denn hier so viele? Nein, ich will den nicht mit der Faust. Ah ne, falsches Schwert. Warte mal. Ich habe das falsche Schwert. Nimm doch das Schwert! Panik. So, ich bin wieder da. Piepmatz. Was ist das da oben? Gehört das zu der Burg oder? Ach, wir laufen da gar nicht lang. Okay. Oh Mann. Wieso muss denn der da jetzt hoch? Der Vogel ist über den Hügel geflogen. Vielleicht kann ich den Weg durch die Höhle abkürzen. Ach nö, ich möchte nicht durch die Höhle. Ich finde das eine dumme Idee. Guck, wir sind auch so schnell. Da ist wieder ein Panther oder so. Wo ist er? Ja, ich bin doch jetzt außen rum gekommen. Jetzt hör auf. Ich bin weg. Wo zum Geier bringt er uns hin? Ist sie eine Waldelfe?
Herrin Vivienne? Du dachtest, ich verlaufe mich. Das stimmt. Ich hielt dich nicht für anders als die anderen Ritter. Gut im Turnier, erbärmlich im Angesicht echter Gefahr. Ich lag falsch. Wie ich höre, kommst du öfters her. Hier hat alles angefangen. Und da ich dir nicht entkommen kann, mich vor dir nicht retten kann, will ich, dass es hier geschieht, an diesem Ort, ohne Zeugen. Dass was geschieht? Na, du bist doch ein Hexer. Du wurdest gedungen, um mich zu töten, oder nicht? Also mach es jetzt und bitte schnell. Ich wehre mich nicht. Hexer jagen nur Monster und auch nicht jedes. Du bist kein Monster. Was soll ich denn sonst sein? Es sieht aus, als hätte dich jemand verflucht. Ich weiß nicht, wer oder warum, aber ich hoffe, dass ich das rausfinden kann. Wenn du nicht den Auftrag hast, mich zu töten, was willst du dann hier? Steckt Guillaume dahinter? Er wollte dir helfen und hat mich um einen Gefallen gebeten. Wenn ich was für dich tun kann, mache ich es gerne. Warum sollte ich dir trauen? Weil die Herzogin mir traut? Weil ich auch ein Mutant bin? Weil ich mich beruflich mit Fällen wie deinem auskenne? Such es dir aus. Du fällst mir nicht in den Rücken und verwendest gegen mich, was ich sage. Wirst du schweigen? Du hast nichts zu befürchten. Ich bin hier, um dir zu helfen. Und ich sage niemandem was, solange ich nicht glaube, dass es unbedingt sein muss. Sei es drum. Ich sage dir, was meine Mutter mir erzählt hat. Als sie mit mir schwanger war, haben sie und mein Vater viel Zeit beim Wald verbracht. Hier, auf dieser Wiese. Mama liebte den Gesang von Pirolen. Sie strich sich über den Bauch und wünschte, ihr Kind solle so schön werden wie diese Vögel. Aber im Wald hauste eine Kreatur, die meinen Eltern ihr Glück neidete. Eines Tages erschien sie vor meinen Eltern, um ihnen zu sagen, dass der ganze Wald ihr gehöre und sie es gewagt hatten, etwas zu genießen, was sie nicht besaßen. Die Kreatur verlangte eine Entschädigung. Meine Eltern hatten aber nichts. Da beanspruchte sie das ungeborene Kind. Was ist dann geschehen? Zuerst gar nichts. Ich kam als ganz normales Kind auf die Welt. Und meine Eltern vergaßen die Ereignisse. Aber als ich 15 Lenze zählte, wurde der Fluch wirksam. Zuerst nur bei Vollmond. Aber mittlerweile ist er so stark, dass ich sogar tagsüber Magie brauche, um seine Symptome zu kaschieren und normal auszusehen. Darum dachte ich, dass mich jemand entdeckt und dich angeheuert hat, um mich zu töten. Ich hatte mit dem Leben abgeschlossen, als ich heute herkam. Vielleicht wäre es mir sogar recht gewesen, denn ich fürchte, mir steht die endgültige Verwandlung bevor. Vielleicht kann ich den Fluch brechen. Ich habe mal einen Baron getroffen, der sich endgültig in einen Kormoran verwandelt hatte. Ich konnte ihn vollständig heilen. Meinst du wirklich, dass es diese Möglichkeit für mich gibt? Ich kann nichts versprechen. Du bist ein schwerer Fall. Du wurdest vor deiner Geburt verflucht. Schon das macht die Sache schwierig. Und dann sagst du, dass die Symptome stärker werden. Ich könnte versuchen, den Fluch auf jemand anderen zu übertragen. Was? Kommt nicht in Frage. Ich kann doch nicht einfach irgendwem das Leben ruinieren. Ist das die einzige Methode, die dir einfällt? Die einzige narrensichere. Es gibt also Alternativen? Also schön. Es gibt noch eine Möglichkeit. Ein altes Ritual. Wir brauchen das Ei eines Pirols. Damit müsste der Fluch sich abschütteln lassen.
Aber ich muss dich warnen. Es könnte ernste Folgen geben. Was denn für Folgen? Der Fluch wurde ausgesprochen, bevor du auf die Welt kamst. Das Ritual sieht vor, ihn auf ein ungeschlüpftes Küken zu übertragen. Dann wärst du frei. Allerdings besteht die Gefahr, dass dir nur die Lebensspanne eines Pirols bliebe. 7 Jahre. Ich verstehe. Ach, jede Rose hat ihre Dornen. Sowas wie ein glückliches Ende gibt es nicht. Jedenfalls nicht für mich. Ich bin auf den Tod vorbereitet. Und nun bietest du mir 7 Lebensjahre in Freiheit an? Das ist kein Dilemma. Ich bin von ganzem Herzen einverstanden. Das kann ich nachvollziehen. Du musst dich noch nicht entscheiden. Überdenk es. Das mache ich. Sicher vermisst man mich beim Turnier bereits. Wollen wir zurückgehen? Gerne. Aber willst du nicht... Ach, richtig. Ich kann das schlecht in Federn aufkreuzen. Entschuldige mich einen Moment. Kannst du dich beliebig verwandeln? Nein, aber das Wasser des Teichs hilft. Nur für kurze Zeit, aber dafür stets zuverlässig. Interessant. Komm! Naja, dann mal gucken, ob wir ihr helfen können und inwieweit sie welche Methode vorzieht. Hast du etwas erfahren? Ja. Dann raus damit, Mann. Siehst du nicht, dass ich außer mir bin vor Sorge? Was hat sie? Sie hat mich um Diskretion gebeten. Aber ich will doch nur ihr Bestes. Vielleicht kann ich helfen oder, ich weiß nicht, sie wenigstens trösten. Vivienne hat mir ihre Lage geschildert. Aber es war vertraulich. Ich habe versprochen, dass ich niemanden einweihe. Aber ich bin doch nicht irgendwer. Ich würde alles für sie tun. Ich habe dich gebeten, ihr zu helfen. Du kannst mich doch jetzt nicht ausschließen. Doch, tut mir leid. Kann ich. Bestimmt versteht Vivienne bald, wie viel sie dir zu verdanken hat. Aber bis dahin musst du einsehen, dass sich nicht die ganze Welt um dich dreht. Du wagst es, mir Lektionen erteilen zu wollen? Diese Art von Hilfe habe ich nicht gewollt. Und für dich habe ich meinen Turnierplatz geopfert. Das bereue ich jetzt. Willst du überhaupt bis zum Ende teilnehmen? Oder ist dir das jetzt egal, nachdem du Vivienne auf dich verpflichtet hast? Mimi. Ich bin beim letzten Scharmützel dabei. Außerdem wird Vivienne bis zum Ende des Turniers beschäftigt sein. Wie wahr? Dann musst du die Ritter deiner Fraktion kennenlernen. Du findest sie auf dem Übungsgelände beim Eingang der Arena. Alles klar, danke. Boah, dass der da so rumzickt, ey. Ich kenne jetzt die Aufstellung der beiden Fraktionen. Ich werde die unsere anführen. Das bedeutet, dass du für die Dauer des Kampfs meinem Befehl unterstehst. Ist das klar? Palmerin de l'Enfant führt die gegnerische Mannschaft an. Mit diesem Gefecht gedenken wir der Schlacht bei Fuchstal 1218, als eine Hanse südländischer Gesetzloser, die unter Haller dem braunen Toussaint überfiel, von tapferen Rittern zurückgeschlagen wurde, die uns allen damit ein leuchtendes Beispiel setzten. Seitdem werden die Grenzen des Herzogtums von fahrenden Rittern bewacht. Palmerin hat den Kürzeren gezogen, also übernimmt seine Fraktion die Rolle von Hallas barbarischen Horden. Gibt es Fragen? Nein. Du wirst uns wohl wenig nützen. Als Hexe hast du ja keine Ahnung vom Ritterkampf.
Versuch wenigstens, uns aus dem Weg zu bleiben. Es ist Zeit, meine Herren. Nehmt eure Waffen und begebt euch in die Arena. Nette Worte von dem Typen. Meine Damen und Herren, Applaus für die Ritter. Wir kommen nun zum heutigen Schlachtengewitter. Es fechten zwei Mannschaften, etliche Mann, bis irgendwann die eine von beiden nicht länger mehr kann. Doch Obacht, wenn jemand sich ehrlos beträgt, so wird er mit Schimpf und mit Schande belegt. Seht die Ritter, sie treten sogleich hier an. Die Spannung darob, man fast greifen kann. Wer obsiegt, der fordert den Meister heraus. Die anderen gehen ohne den Titel nach Haus. Lasst uns beginnen. Jubelt ihr, Leute. Blut, Schweiß und Tränen in Bächen gibt's heute. So, wir dürfen keine Magie einsetzen. Nummer 1 ist down. Nee. Warum gehen die eigentlich auch immer beide auf mich? Seht Herald, er ficht ganz allein. So viele Ausfälle, nein. Welche Pein. Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Ärger krieg hier. Das ist scheiße. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Na. Boah, die sind aber auch übel, ey. Ne. Das gibt's doch gar nicht, dass ich den einen hier nicht erwisch. Du wirst es nie lernen. Boah. Wahrscheinlich kriege ich Ärger. In Turnieren wie im Leben kann es halt nur einen geben. Heute ist es dieser Mann, vor dem man sich verneigen kann. Besiegte heute die meisten hier. Palmarin de l'Enfant, Grégoire de Gorgon, zwei herrliche Ritter, nur ein Champion. Herr Gerald von Riva errang den Sieg nicht. Zunächst ließ er hoffen, nun übt er Verzicht. O wackre Kämpfer, müd nach zahllosen Hieben, nun könnt ihr euch ausruhen bei euren Lieben. Sei gegrüßt, Herrin. Hast du dich entschieden? Habe ich. Ich stehe zu meinem Wort. Ich will niemanden gefährden und wähle daher die Methode mit dem Ei. Wenn es das Ei eines Pirol sein muss, weiß ich, wo wir eins finden. In der Nähe meiner Wiese ist ein Nest. Kannst du erläutern, wie das Ritual genau funktioniert? Schon, aber ich glaube, dein Zelt hat Ohren. Komm raus, Guillaume. Ich kann dich atmen hören. Und ich weiß genau, dass du es bist. Was treibst du hierher? Dies ist eine private Audienz.
Geralt, was hat das zu bedeuten? Heckst du irgendwas aus, was ich nicht weiß? Ich hecke nichts aus. Guillaume hat mich angeheuert. Aber hier geht es um dich, nicht um ihn. Ich habe ihn jedenfalls nicht herbestellt. Ich bin sogar überrascht, dass er auftaucht. Herrin, ich lebe, um dir zu dienen. Was auch immer du wünschst, du musst es nur sagen. Dein Wunsch ist mir Befehl. Bist du fertig? Ist das alles, was du zu sagen hast? Ich glaube schon. Du tust also, was ich dir sage? Na schön, dann hör genau zu. Verlass dieses Zelt. Wende dich den nördlichen Sümpfen des Herzogtums zu und lauf. Lauf, bis das Turniergelände nicht mehr in Sichtweite ist. Kehre erst dann zurück, wenn du dich abgekühlt hast. Und lass mich für immer in Ruhe. Verstanden? Aber, Herrin, dein Problem. Ich wollte nur... Der Hexer... Hinaus! Sofort! Du hast mir versichert, dass ich dir trauen kann. Ich habe dein Geheimnis bewahrt. Ich habe ihm nichts gesagt, was er noch nicht wusste. Er hat dich also angeheuert und du musstest ihm Bericht erstatten. Aber das ist nicht seine Angelegenheit, Geralt. Das ist mein Leben. Bist du sicher, dass es richtig war, seine Hilfe so hastig vom Tisch zu wischen? Ohne ihn ist das Ritual mit dem Spiegelbild nicht machbar. Dazu braucht es jemanden, der den Fluch freiwillig auf sich nimmt. Und du dachtest, damit wäre ich einverstanden? Nein, Geralt. Auf der Wiese hast du mir von einem Ritual erzählt, das ohne die Hilfe von Lüstlingen auskommt. Und das ist die Methode, für die ich mich entschieden habe. Wir brauchen ein Ei. Am besten das eines Pirols. Das Ritual selbst ist nicht kompliziert, aber ich sagte ja, es hat eine Nebenwirkung. Bist du immer noch entschlossen? Ja, ich habe bei der Wiese ein Nest gesehen. Aber ehe wir gehen, sag mir, was wird aus dem Küken? Wir müssen das Ei zerbrechen. Wie du schon sagtest, gibt es nicht für jeden ein gutes Ende. Und man muss Opfer bringen, wenn man Träume verwirklichen will. Na schön, gehen wir. Ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, da wird was Großes auf uns warten. So, Freunde, passt da jetzt. Das war's dann mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Gerne auch einen Kommentar und dann hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.